Guten Morgen und herzlich willkommen zum Brunch-Webinar am Weltfrauentag zum Thema Lust und Frust der Frau. Schön haben Sie sich heute Morgen Zeit für Ihre Gesundheit genommen. Mein Name ist Nadja Gürtler und ich bin Ihre Moderatorin vom heutigen Webinar und zuständig für den technischen Teil. Vorab möchte ich Ihnen im Namen von der Swiss Webinar nur ein paar wichtige Informationen zum Ablauf von dem Webinar mitteilen. Ihr Mikrofon ist ausgeschaltet, man kann Sie also nicht hören. Die Webcams können nicht aktiviert werden, das heisst, man kann sie also auch nicht sehen. Während dem Webinar werden Ihnen Fragen eingeblendet. Sie können dann zwischen jeweils drei Antwortmöglichkeiten auswählen und Ihre Stimme abgeben. Wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie die jederzeit im Fragechat stellen. Oben links sehen Sie ein Büchlein, das können Sie öffnen und dort drei Fragen stellen. Wir versuchen am Schluss vom Webinar, die Fragen zu beantworten. Sollten wir sehr viele Fragen haben, werden wir die im Nachgang noch schriftlich beantworten. Ich mache Sie ebenfalls darauf aufmerksam, dass das Webinar Video aufgezeichnet wird und Sie morgen Morgen ein Mail bekommen mit der Aufzeichnung. Das Webinar wird finanziell unterstützt von der Firma Medinova und der Adler Apothek in Winterthur mit dem gleichnamigen adlershop.ch, wo Sie im Übrigen noch bis heute am Weltfrauentag von einem Spezialangebot können profitieren. So, und jetzt begrüße ich an dieser Stelle unsere Referentin vom heutigen Brunch-Webinar, Frau Dr. Eliane Sarasin-Ricklin, Gynäkologin vom Breastcare und Brustzentrum in Zürich. Schon jetzt herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Sarasin, dass Sie sich extra heute am Weltfrauentag Zeit nehmen für unsere Frauengesundheit. Guten Morgen miteinander, eben mein Name ist Sarasin und auch ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Tag von der Frau. Ich denke, ich hoffe natürlich, dass Sie bereits alle am Morgentisch sitzen, wo Sie vielleicht nicht haben selber müssen decken oder vielleicht sind Sie auch ganz für sich allein und können sich die Zeit nehmen, was Sie sonst nicht für sich haben. Auf alle Fälle finde ich es toll, dass Sie da sind und Lust und Interesse haben an dem Vortrag, den wir vorbereitet haben. Ich denke, mit diesem Bild möchte ich Ihnen doch so ein bisschen zeigen, was für Lebensphasen eine Frau in ihrem Leben durchgeht. Das Leben wird ja immer wie länger und heutzutage kann man davon ausgehen, dass ein Mädchen, das heute geboren wird, mit einer Lebenserwartung von 85 Jahren darf rechnen. Und dementsprechend ist es nicht so wie früher, dass eigentlich Frauen bereits vor der Menopause irgendwie bei der Geburt vom 10. Kind gestorben sind oder kurz nach der Menopause, sondern es ist so, dass Frauen wirklich bis 90 Jahre alt werden. Und das ist doch wirklich eigentlich ein Erfolg von der heutigen Medizin und gleichzeitig sind wir wieder mit neuen Problem in der späteren Lebensphase auch konfrontiert. Jetzt sehen Sie, Entschuldigung, dass doch die Lebensphase von der Frauen einige Probleme bergen und es geht vor allem mir heute um unseren Intimbereich und Sie sehen da, dass bereits in jungen Jahren sogar schon die kleinen Mädchen mit Infektionen konfrontiert werden im Intimbereich. Den bald kommt aber auch das Thema von der Verhütung, aber auch Familienplanung, vielleicht sogar ungewollte Kinderlosigkeit. Denn in der Menopause diskutieren wir ja viel, wenn wir Hormone zuführen von außen oder nicht. Denn auch die ältere Frau, insbesondere durch die hormonellen Veränderungen in der Menopause, leidet immer häufiger an Infektionen, an trockenen Schleimhäuten, auch das ist ein grosses Thema. Und in all diesem Lebensbogen sind wir Frauen mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert. Wir sind einerseits Tochter, aber auch Mutter und eben auch Partnerin von jungen Jahren bis eigentlich ins Greisenalter, wenn Sie so wollen. Und das ist natürlich auch immer kombiniert mit einer gelebte Sexualität, sei es gewollt gelebt oder auch gewollt nicht gelebt, das ist ja aber alles in Ordnung und es ist mir aber auch klar, dass wir zum Teil nicht immer die Sexualität können leben, die wirklich zu uns passt. Jetzt
Berühmt die Soziologin Frau Professor Beck-Gernsheim hat einmal gesagt, eigentlich in den letzten Jahrzehnten hat sich die Frau das Recht zur totalen Erschöpfung erobert. Und ich glaube, sie drückt sehr gut aus, dass wir eigentlich heutzutage als Frau zwischen ganz vielen verschiedenen Anforderungen stehen. Einerseits denke ich, wird gesellschaftlich immer noch erwartet, dass wir die sind, die sich um Bedürfnisse von anderen kümmern und gleichzeitig möchten wir natürlich auch die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen. Da sind wir oft in einem grossen Spannungsfeld. Frauen sind Meister im Multitasking, es muss alles laufen, bei den Kindern, am Arbeitsplatz, der Haushalt, dann eben noch die Bedürfnisse vom Partner anschneiden und ganz am Schluss kommen halt leider meistens erst die eigenen. Und dementsprechend kommt es nicht von ungefähr, dass viele Frauen sich auch gestresst und ausgelaugt fühlen. Das Gleiche passiert auch im Intimbereich. Und auch der Intimbereich ist sehr vielen Stressoren ausgesetzt und ohne ein intaktes und gutes Abwehrsystem entwickeln sich doch auch immer wieder Beschwerden bis Krankheiten im Intimbereich. Und das sollte jetzt eigentlich in den nächsten 20 Minuten bis eine halbe Stunde unser Thema sein. Intimpflege bleibt ein grosses Thema, und zwar in jeder Altersphase von der Frau. Und schon beim kleinen Mädchen ist das wichtig. Kennen wir schon in der Windelpflege von unseren Kleinkindern, aber eben auch im jungen Erwachsenenalter und auch nochmal ganz speziell nach der Menopause. Und das möchte ich eigentlich wirklich in den Mittelpunkt stellen und Sie auch motivieren, sich wirklich der Intimpflege zuzuwenden und insbesondere auch der richtigen Intimpflege, weil da gibt es auch doch sehr unterschiedliche Ideen, wie die soll aussehen. Also darum, was sind eigentlich unsere Themen heute? Ich glaube, wie sagt man eigentlich, unter dem Kästchen verstehen wir vor allem, dass wir eigentlich noch gar keine richtige Nomenklatur, keine Wörter haben für unsere Schamgegend. Und Schamgegend möchte ich eh schon in Anführungszeichen setzen, weil das ja eigentlich sehr zu diskutieren ist, warum wir von Scham reden. Denn was macht uns Lust und Frust im Frauenleben? Und da meine ich gar nicht nur die sexuellen Aspekte, denn eben die besondere Beachtung von der Intimgesundheit und denen dürfen natürlich auch Fragen platzen. Jetzt, ich habe es vorher angetönt, wie sagt man eigentlich? Und es ist doch eigentlich noch verrückt, dass sehr viele, ich glaube, das habe ich meinen Patientinnen, eigentlich gar kein Wort haben für ihre intime Körperzone. Man redet von der Schamzone, Intimzone, aber eigentlich, was genau macht die aus, wo fährt die an, wo hört die auf und wie nennt man eigentlich die Organe? Das ist vielen Frauen fremd, obwohl man ja eigentlich für den männlichen Penis sehr viele Wörter kennen. Oft reden, sagen mir Frauen, dort unten, es juckt dort unten und ich finde das doch eigentlich verrückt, dass wir das so komplett ausblenden und ich habe eigentlich ganz bewusst das Bild von diesen Barbies gewählt, die ja so eine ideale Frau verkörpern. Und gleichzeitig, wenn sie genau anschauen, haben die einfach nichts dort unten. Das heisst, gesellschaftlich wird eigentlich die Organe, die weiblichen Geschlechtsorgane, enormst tabuisiert. Und ich möchte das gerne heute verändern, indem ich mal mit Ihnen ein bisschen Anatomiekurs mache. Was ist eigentlich die sogenannte Vulva und was ist die Vagina und wo ist eigentlich die Klitoris? Oft wird das alles ein bisschen verwechselt oder geht alles so in einen Topf und Sie sehen jetzt einmal, die Vulva ist eigentlich das weibliche Geschlechtsorgan, das von außen sichtbar ist. Von der Vagina sehen wir von außen gar nichts, höchstens der Vaginaleingang, wo sich so ein bisschen aufmacht, wenn man Beine spreizt. Sie sehen jetzt hier ein anatomisches Bild und Sie sehen hier den Venushügel, der behaart ist.
Heutzutage ist natürlich die Rasur im Intimbereich sehr angesagt. Das dementsprechend ist bei den meisten nicht mehr BH. Aber primär BH, das ist so ein Fettpolster über dem Schambein. Und dann kommt unten dran eigentlich die große und die kleine Lippe. Ich sage extra eigentlich nicht Schamlippe, weil ich finde eigentlich, das ist nichts, wo man sich sollte schämen. Aber es hat in der Literatur so eigentlich den Eingang gefunden, dass man von der großen und kleinen Schamlippe redet. Ich möchte jetzt hier vom Charme wegkommen. Also man hat die grossen Lippen, die auch an der Aussenseite behaart sind von Natur aus. Und die sind oft sehr fleischig, weil die haben eine Funktion von einem Puffer, von einem Schutz von der Geschlechtsteil. Dann innen dran kommen die beiden kleinen Schamlippen auf beiden Seiten oder eben die beiden kleinen Lippen. Die sind nicht behaart. Sie werden selber auch festgestellt haben, das ist viel feinere Haut. Das ist auch eine sehr nervenbesetzte Haut, das ist sehr eine empfindliche Haut und gehört eigentlich auch zu der eng genommen zu der erogenen Zone. Also die kleinen Lippen sind sehr beteiligt an der Lustentwicklung. Umso bedenklicher ist, dass sehr viele Frauen manchmal daran denken, die kleinen Lippen zu verkleinern, also sich an erogener Zone etwas wegzunehmen. Dann sehen Sie zwischen den kleinen Lippen den Ausgang von der Harnröhre. Das ist sehr klein, die Öffnung. Oft sieht man die gar nicht, wenn man nicht weiß, wo sie ist. Es ist sehr ein empfindlicher Bereich. Oft nimmt man den Ausgang von der Harnröhre nur wahr, wenn man einen Infekt hat, wie eine Blasenentzündung, und es dort brennt, wenn man Wasser löst. Und dann eben der Vorhof, der Scheideneingang, wo dann gegen den Darmausgang hin von der Harnröhre sitzt. Denn zwischen Darmausgang und Scheideneingang ist der sogenannte Damm. Ich möchte noch ein spezielles Wort zur Klitoris sagen. Die meisten Frauen, und ich gehe jetzt nochmal ein Jahr zurück, nicht verschrecken, die meisten Frauen, die tun ihre Klitoris eigentlich lokalisieren, nur in Form von dem sichtbaren Erbschen, wo man zwischen den kleinen Lippen findet, gerade unterhalb vom Schamhügel. Und alle haben das Gefühl, oder sehr viele haben das Gefühl, dort sitzt meine Klitoris und das ist alles. Wenn Sie jetzt aber das Modell anschauen von der Klitoris, sehen Sie, dass eigentlich nur die Spitze von der Klitoris für uns ersichtlich ist, aber dass die Klitoris noch zwei Schenkel hat, wo unterhalb, also tiefer als die kleinen Schamlippen, also tiefer im Gewebe verborgen sind und bis zum Scheideneingang laufen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum eigentlich die ganze Erregbarkeit, Klitoris ist ja enorm besetzt von Nervenendigungen, dementsprechend sehr empfindlich. Und dementsprechend ist auch die Empfindlichkeit nicht nur gerade dort, wo Sie die sogenannte, das Erbschen oder die Knospe, wie man dem sagt, sieht, sondern dass das auch unter der Haut, wirklich in der Tiefe, auch sehr erregbar kann sein, bis zum Vaginaleingang. Und vielleicht ist auch der sogenannte klitorale Orgasmus und vaginale Orgasmus gar nicht zwei unterschiedliche Sachen, sondern das ist Klitoris, wo zuständig ist für den sichtbaren Teil, aber eben auch für die Erregung beim Vaginaleingang. Und viele Frauen wissen gar nicht, wie groß die Klitoris ist. Also wir bewegen uns hier bei etwa 10 cm Länge. Und vielleicht ist das für Sie doch ganz interessant gewesen, so ein bisschen mehr über Ihre Anatomie zu wissen. Jetzt, wir unterscheiden ja die äußeren Geschlechtsorgan und die inneren Geschlechtsorgane. Und die äußeren Geschlechtsorgane sind eben genau die, die ich jetzt beschrieben habe, und die werden unter Vulva zusammengefasst. Also eben Klitorisanteil, der sichtbar ist, dann die grossen Lippen, die kleinen Lippen, der Vaginaleingang und die inneren weiblichen Geschlechtsorgane. Das ist jetzt eben die Vagina, wo Verbindung macht zwischen Vulva und der Gebärmutter, die am oberen Ende von der Vagina sitzt. Und dann auf beiden Seiten von der Gebärmutter gibt es die beiden Eileiter und die beiden Eierstöcke. Also die inneren Organe, die inneren Geschlechtsorgane von der Frau sind eben die Vagina, die Gebärmutter, die beiden Eierstöcke und die beiden Eileiter.
Also ich hoffe jetzt, dass Ihnen klar ist, wenn man von der Vulva schwätzt, was man meint und dann die Vagina. Jetzt, was ich ganz wichtig finde, ist, sehr oft kennt man ja außer der eigenen Vulva vielleicht noch die von der Tochter, wo man gepflegt hat als Baby, aber sonst haben Frauen eigentlich relativ wenig Ideen, wie vielfältig die Vulvas können aussehen. Und der Künstler, der Jamie McCartney, das ist ein englischer Künstler, der hat über 400 Abdrücke gemacht von Vulvas von Freiwilligen und hat die nebeneinander gelegt und hat das Bild geformt und das heißt The Great Wall of Vagina. Und da sehen Sie, das ist in England daheim, das Bild, und Sie sehen doch, wie unterschiedlich all die verschiedenen Vulvas sind, wie unterschiedlich die Länge, Größe, Form von der Schamlippe. Zum Teil sind die auch unterschiedlich groß, das muss gar nicht so symmetrisch sein. Auch manchmal die Klitoris, der sichtbare Teil von der Klitoris hat ja wie eine Vorhaut, wo manchmal so ein bisschen sich drüber stülpt, auch die ist unterschiedlich lang. Und wichtig ist eigentlich, alles ist normal und alles hat keinen Krankheitswert. Und wichtig ist doch auch, dass wir wirklich sehr individuelle Vulvas haben, genau gleich wie wir auch individuelle Gesichter haben. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass die Vulva sich ja im Leben auch verändert. Wenn beim kleinen Mädchen eigentlich von der Vulva gar nicht viel sichtbar ist, außer die grossen Lippen, weil die ja noch sehr fleischig sind, so verändert sich das in der Pubertät von der Frau, indem die kleinen Lippen fangen an zu wachsen. Und oft dann, also in 75% von allen Fällen, schauen die kleinen Lippen zwischen den grossen raus, wenn man erwachsen wird. Die kleinen Lippen bekommen auch ein bisschen dunklere Pigmentierung, analog zu den Brustwarzen, genau gleich wie die grossen Lippen in der Pubertät hochbekommen. Also, das heißt eigentlich, dass die Vulva von einer erwachsenen Frau meistens größere kleine Lippen hat, also solche, die sichtbar sind, auch Klitoris beginnt an zu wachsen. Und eigentlich ist uns das alles erst so bewusst worden, weil nämlich durch die sehr häufig angewendete Rasur von der Intimbehaarung die Vulva erst so richtig sichtbar worden ist. Und man dementsprechend plötzlich hat auch schauen, wie sehe ich eigentlich da aus. Und dann natürlich auch dadurch, dass Pornografie heutzutage so leicht zugänglich ist, jeder kann seine Pornos im Handy anschauen, ist ja plötzlich die Vulva mehr in Mittelpunkt gerückt, dass auch wir Frauen in Pornos können Vulvas von anderen Frauen sehen. Und das hat natürlich eben auch zu einem klaren Vergleich dann immer wieder geführt. Und ich finde es doch auch bedenklich, dass sich eigentlich eine Körperzone, wo bis jetzt eigentlich kaum einen Namen gehabt hat, dass also man gar nicht wusste, von was reden wir eigentlich, dass das aber bereits ein sogenanntes Schönheitsideal entwickelt hat. Und ich denke, es lohnt sich da manchmal, das ein bisschen kritisch auch zu hinterfragen. Die Schönheitschirurgie hat da sicher ein neues Feld entdeckt. Die sogenannten intim verschönernden Eingriffe haben massiv zugenommen, ohne dass eigentlich ein wirklicher Krankheitswert besteht. Natürlich ist das jeder Frau überlassen, wie sie ihre Vulva möchte oder eventuell auch verändern möchte. Aber ich möchte es einfach Ihnen mal zeigen, dass eigentlich alle Varianten, die Sie hier sehen, Normalvarianten sind. Gut, unsere sogenannte Vulva, die unterläuft enorm viele Reize, die ihr nicht nur mehr gut tun. Sie sehen unter anderem ein Thema in unserer Gesellschaft, es geht uns ja sehr gut zum Glück, ist insbesondere die übertriebene Hygiene. Dass viele Frauen das Gefühl haben, sie müssen die Intimzone enorm pflegen und eigentlich der Haut mehr Reiz als gut zu tun. Denn eben, ich habe es schon mehrfach erwähnt, die Tendenz, dass wir uns immer mehr rasieren, und zwar ganz rasieren meistens im Intimbereich,
macht natürlich kleine Hautverletzungen, wo man nicht darf unterschätzen. Es ist eine Eintrittspforte für chemische Stoffe, wenn man irgendwelche Salben oder Spülungen oder sogar Intimmasken anwendet. Dann ist natürlich das Rauchen etwas, das die Durchblutung auch in der Intimregion reduzieren und dementsprechend die Abwehr reduzieren. Wir haben einen sehr grosszügigen Umgang mit Antibiotika bekommen, was auch seine Folgen hat, Resistenzen etc. Dann natürlich, welche Frau benutzt keine Slip-Einlagen? Ich bin da gar kein grosser Fan, weil oft sind die parfümiert, haben Plastik, also die Haut hat mehr Mühe zu schnaufen. Dann natürlich auch Spitzenunterwäsche, synthetische Unterwäsche verhindern eine gute Belüftung vom Intimbereich. Wir haben enge Hosen an, wir sitzen viel. Also wir müssen uns ganz bewusst sein, dass eigentlich der Intimbereich einer der gestresstesten Orte ist von unserem Körper und wir da viel weniger pflegen, wie zum Beispiel das Gesicht. Obwohl er doch eigentlich auch viel Pflege bedarf. Dann, dementsprechend sind wir auch schon noch beim Frust. Der Intimbereich kann sehr wohl zu Frust führen, indem nämlich er kann brennen, er kann jucken. Der Intimbereich hat viel mit Sex zu tun, das ist uns klar. Wenn wir uns nicht wohlfühlen in unserem Körper, dann haben wir auch keine Lust auf Sex, sondern tun lieber Schoki essen oder ein gutes Buch lesen oder am liebsten unsere Lieblingssendung. Und finden eigentlich, dass Sexualität relativ weit unten ist in unserer Prioritätenliste. Also von dem her ist es wirklich wichtig, Lust auf Sex ist nicht nur, was haben wir für einen Partner und nicht nur er beeinflusst unsere Lust, sondern vor allem eben auch, wie wohl fühle ich mich in meinem eigenen Körper und insbesondere in der Intimregion. Alle kennen das so, ui, es juckt, es beißt. Und dann kommt gerade der nächste Gedanke, oh, ich habe sicher einen Vaginalpilz. Und ich glaube, dass sehr viele von Ihnen, die jetzt zuhören, das Gefühl schon kennt haben. Und für mich ist es eigentlich wichtig, Ihnen auch vor Augen zu halten, was kann es denn sein, wenn es juckt oder brennt? Ist es denn wirklich immer ein Pilz? Das ist eben nicht so. Und ich möchte jetzt da ein bisschen genauer drauf Hiko. Sie sehen, wenn es juckt und brennt, da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Ursachen. Einerseits das, was man immer zuerst denkt, nämlich an eine Infektion, insbesondere an einen Pilz oder an Bakterien. Es kann auch mal ein Virus sein, insbesondere Herpes oder andere Keime. Aber ich finde es eben wichtig, dass Sie auch wahrnehmen, es gibt auch sehr viele nicht infektiöse Ursachen. Nämlich eben Hautreizungen, sei es allergisch oder einfach durch die massive Beanspruchung von der Haut. Ich habe es Ihnen vorher gesagt, die Slip-Einlage, dann eben Unterwäsche, die nicht so luftdurchlässig ist oder insbesondere die übertriebene Hygiene, Deodorant für den Intimbereich. Es kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt, wo man sich wirklich fragen muss, braucht man das wirklich? Dann muss man auch sagen, brauchst Toilettenpapier, ist natürlich wie Schmirgelpapier für unsere Haut. Und je nachdem kann auch der Gebrauch von Kondomen, die ja etwas sehr gut sind, verstehen Sie mich nicht falsch, aber trotzdem kann man auf das Latex reagieren. Es gibt aber auch Hauterkrankungen im Intimbereich. Und zwar genau gleich, wie man sie sonst an anderen Stellen am Körper kann. Also das heisst, auch einmal eine Schuppenflechte, wo die typischen Orte sind, die Ellenbögen, die Knie, Kopfhaut, die kann aber sehr wohl auch mal im Intimbereich sein und man muss einfach daran denken. Und oft haben die Leute das Gefühl, im Intimbereich hat man keine normale Hauterkrankung. Und dann, ich komme dann später nochmal drauf, der Hormonmangel nach der Menopause kann auch zu Störungen vom Intimbereich führen. Jetzt, ich habe es Ihnen vorher schon angedeutet, es ist sehr wohl nicht immer ein Pilz, auch wenn Frauen immer als erstes an das Denken, sondern der häufigste Grund für Jucken im Intimbereich sind eben Ekzeme. Also Ekzeme, dass die Haut reagiert auf einen chemischen Reiz, sich allergisiert gegenüber chemischen Produkten, die angewendet werden. Und das kann eben sein, dass zum Beispiel
einmal eine Pilzinfektion wirklich stattgefunden hat und man nimmt eine Pilzsalbe, was auch absolut richtig ist, aber das tut dann plötzlich ein Ekzem entwickelt auf die Pilzsalbe und jedes Mal, wenn es wieder juckt und man dann das Gefühl hat, es ist wieder ein Pilz und die Salbe drauf tut, das Ekzem immer wie schlimmer wird. Also ein Ekzem im Bereich von der Schamlippe ist häufiger verantwortlich für die Juckreiz als eine Pilzinfektion. Natürlich gibt es auch Vaginalinfektionen. Das ist etwa ein Viertel der Fälle der Grund für die Beschwerden. Das sind natürlich Pilzinfektionen, aber eben auch bakterielle Infektionen oder eine bakterielle Dysbalance, also dass unsere Flora durcheinander kommt. Und dann natürlich, das ist klar, das wissen wir alle, gibt es natürlich auch die klassischen sexuell übertragbaren Krankheiten, wo die Bakterien immer ein Krankheitswert haben. Seit noch einmal gibt es eine sogenannte Lichner-Krankheit. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das ist so eine autoimmune Hauterkrankung, die sich durch Juckreiz bemerkbar macht, wo eher am Zunehmen ist, wo man eben das Gefühl hat, das hat mit Autoimmun, ein bisschen mit Genetik zu tun, aber ganz genau weiß man es noch nicht. Einfach, dass Sie das Wort auch schon mal gehört haben. Jetzt, was ganz, ganz wichtig ist, das ist ja heute auch in aller Leute Munde, ist das vaginale Mikrobiom. Früher haben wir gesagt, die Vaginalflora. Ich habe hier ein Bild ausgewählt, wo Sie ganz viele verschiedene Pflanzen sehen. Und genau so ist es eben auch in unserer Vagina, aber auch in unserem Darm, in unserem Maul oder auch in der Blase. Wir haben dort ein Gemisch von Bakterien und Keimen, die nicht krank machen, sondern die enorm wichtig sind, dass wir gesund bleiben. Das ist so ein Ökosystem in der Vagina von etwa 250 verschiedenen Bakterienarten, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Wichtig ist auch das Verhältnis, das sie zueinander haben. Ein bisschen Pilz dürfen wir in unserer Vagina haben, aber er sollte nicht überwuchern, erst dann hat er einen Krankheitswert. Die Zusammensetzung der Bakterien ist bei jeder Frau so individuell, wie ihre Vulva aussieht oder wie ihr Gesicht. Es gibt, sagen wir, gewisse Häufigkeiten von Bakterien, je nachdem, wo ich herkomme. Also Afrikanerinnen haben ein anderes Mikrobiom wie wir Europäerinnen. Aber auch noch innerhalb von einer gleichen Kultur gibt es sehr grosse interindividuelle Unterschiede. Ein wichtiger Teil von unserer vaginalen Flora oder Mikrobiom sind Lactobacillen, die sogenannten Milchsäurebakterien. Die sind dominierend und die haben eine große Schutzfunktion für uns, indem sie eben durch Bildung von Milchsäure unsere Vagina ansäuren und dementsprechend auch für eine Umgebung sorgen, wo gewisse krankmachende Keime sich überhaupt nicht wohlfühlen. Es ist dementsprechend auch ganz wichtig, dass wir genug Milchsäurebakterien haben und dementsprechend ein genug Source-Milieu bei unserer Vagina. Jetzt, wie unterscheidet sich eine bakterielle Infektion von einer Pilzinfektion? Das ist natürlich einmal eine grobe Gegenüberstellung, aber ich möchte sie Ihnen nicht vorenthalten. Eine bakterielle Infektion oder so eine Dysbalance in der Vagina macht vor allem ein Brennen, ein brennender Schmerz im Bereich der Vagina, aber kann auch Brennen beim Wasser lösen, ohne dass das eben unbedingt in der Blase ist, sondern eben weil, Sie haben ja gesehen, wie nach der Ausgang von der Harnröhre ist zur Vagina, das heisst, die Region dort kann einfach gereizt sein, dementsprechend führt es zum Brennen vom Wasser lösen. Kann auch mal Juckreiz machen, aber das Brennen ist meistens dominanter. Frauen geben an, dass sie so ein bisschen wässrigen Ausfluss haben. Zum Teil kann er auch schlecht schmecken, so ein bisschen nach Fisch. Und meistens ist eben auch dementsprechend der Sex unangenehm, zum Teil schmerzhaft. Jetzt die Pilzinfektion dagegen, die macht mehr Juckreiz als Brennen. Und was ganz typisch ist, ist der krümelige Ausfluss. Oft redet man so von Hüttenkäse-Ausfluss. Haben Sie vielleicht auch schon gehört. Jetzt wegen der Behandlung. Oft kommt ja die Frage, kann ich da selber etwas machen? Muss ich immer gerade zum Doktor gehen? Ich denke, das kommt ein bisschen darauf an.
Also einerseits denke ich, ist sicher auch wichtig, was habe ich für einen Lebensstil? Habe ich immer den gleichen Partner? Hat er auch Beschwerden? Habe ich immer wieder Partnerwechsel ohne Präservativ? Also ist die Chance von einer Geschlechtskrankheit höher bei mir als bei einer Frau, die in einer sogenannten monogamen Beziehung lebt, wo ich natürlich annehme, dass der Partner auch monogam ist. Ich denke, eine Frau, die ein höheres Risiko hat für eine Geschlechtskrankheit, die sollte schneller zum Doktor als eine andere, wo man für das Gefühl hat, vielleicht ist es nur eine Dysbalance von den Bakterien, die sie schon hat, eben dass plötzlich etwas überwuchert oder die zu wenig Milchsäurebakterien, als das wirkliche krankmachende Keim vorhanden ist. Manchmal lohnt es sich wirklich ein bisschen zu probieren, die gesunde Flora zu stärken, indem man Milchsäure zufügt oder Milchsäurebakterien kann man ja auch zufügen oder auch mal einfach einen Joghurt-Tampon für ein paar Stunden in die Vagina einführen oder ein Essig-Sitzbad macht. Das kann ruhig mal der erste Versuch sein, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man ungeschützten Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Männern gehabt hat. Aber wenn das nicht nützt, dann finde ich schon, sollte man zum Gynäkologen gehen. Jetzt, wenn man den grümelig typischen Pilzausfluss hat, dann darf man auch mal probieren, das selber zu behandeln. Mittlerweile gibt es ja so Pilz Zäpfli oder Salben rezeptfrei. Allerdings finde ich es ganz wichtig, dass wenn das nicht bessert, dass man nicht einfach weiterhin die Salbe anwendet und am Schluss noch ein Ekzem entwickelt, sondern dass man dann wirklich auch zum Doktor geht. Das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, dass natürlich ist bei jeder Frau, je nach ihrer Vorgeschichte, geht sie schneller zum Doktor und da möchte ich gar kein Urteil über abgeben, aber einfach so mal aus der Ferne gesehen, möchte ich Ihnen mal das als Tipp geben. Jetzt erlaube ich mir mit Ihnen ein kleines Quiz zu machen. Und zwar, dass Sie so ein bisschen sehen, wie ein Ekzem oder auch eine Infektion könnte aussehen. Und zeige Ihnen jetzt mal noch nicht gerade Bilder, sonst stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen. Und zwar, was meinen Sie, was sind Symptome von einer bakteriellen Vaginalinfektion? Sie haben hier zwei Antwortmöglichkeiten. Ich spiele Ihnen die jetzt gerade einspielen, dann sehen Sie die vor sich und dann dürfen Sie auch gerne Ihre Stimme abgeben. Ich gebe Ihnen da schnell ein paar Sekunden Zeit. Getrauen Sie sich ruhig. Es ist immer spannender, wenn alle teilnehmen. Da haben wir etwa so bei 80% sind Teilnahmerate. Tun wir sie schließen. Da wird schon rege abgestimmt. Besten Dank. Gut. Ich schließe die Umfrage und gebe Ihnen gerade das Resultat. Ihnen, Frau Sora, sind 36% sagt brennen, 63% sagt dünnflüssiger, eventuell schlecht riechender Ausfluss. Ja, ich denke, da kann ich Ihnen nur gratulieren. Da haben Sie nämlich recht. Es sind beide Antworten möglich. Und was vorher nicht eingeblendet war, aber ich möchte einfach kurz darauf eingehen. Auch Zwischenblutungen können durchaus einmal möglich sein bei einer bakteriellen Infektion, dass die Frauen auch wegen dem kommen. Aber sie haben recht, insbesondere der dünnflüssige, so ein bisschen durchsichtig gräuliche Ausfluss ist sehr typisch, wie auch das Brennen. Dann kommt die zweite Frage, nämlich anhand von welchen Symptomen erkenne ich eine vaginale Pilzinfektion? Auch hier dürfen Sie wieder abstimmen. Ja, ich glaube, da haben wir ganz eine klare Antwort von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Die gebe ich Ihnen jetzt gerade. Besten Dank fürs Teilnehmen. Und zwar sagen dann 97% krümeliger Ausfluss. Das haben Sie natürlich selbstverständlich auch recht. Es ist wirklich der krümelige Ausfluss, was sehr, sehr typisch ist. Und eben, das ist noch nicht zur Auswahl gestanden, aber eben auch das massive Jucken. Und jetzt komme ich hier zu einem Bild, das ich Ihnen möchte zeigen. Sie sehen hier auf der linken Seite
so weissliche Belege im Bereich von der kleinen Lippen. Sie sehen zwischen den Lippen auch so ganz fein andeutender Vaginaleingang, einfach nochmal zu unserer Anatomiestunde von vorher. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine Rötung im Bereich von der Intimzone, also wo über die grossen Schamlippen rausgeht. Sie sehen aber auch, dass die kleinen Schamlippen gerötet sind und wo er nicht den ganzen scharfen Rand hat, wo dann die Rötung aufhört. Um was handelt es sich hier? Um ein Ekzem, um ein Lichen, ja, die Autoimmunhauterkrankung, die ich Ihnen vorher angedeutet habe, eventuell ein Pilz oder ein Psoriasis, was meinen Sie? Ich gebe Ihnen jetzt die Umfrage rein, dann sehen Sie die Bilder nicht mehr. Also schauen Sie es nochmal kurz an. Dürfen Sie jetzt Ihre Stimme abgeben? So, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, bis wir uns das Resultat anschauen. Jawohl, die Mehrheit hat abgestimmt. Und wir haben da zwei verschiedene Lager. Und zwar übertrage ich Ihnen jetzt gerade das Resultat. 59% sagt, es ist ein Ekzem. Und 31% sagt, Pilzinfektion. Besten Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ich finde es sehr interessant. Es handelt sich um eine Pilzinfektion. Und ich denke, das Hauptsymptom ist sicher auf der linken Seite eben hier der weissliche Belag an der kleine Lippe. Ich muss aber sagen, Sie haben absolut recht. Mir wundert es gar nicht, dass es so hier zwei Lager gibt. Und ich denke, wenn man jetzt die Frage Gynäkologen gestellt hätte, hat es genau gleich zwei Lager gegeben. Weil es ist fast nicht möglich, manchmal ein Ekzem vom Pilz wirklich nur durch Blickdiagnose zu unterscheiden. Und das macht sie eben auch für uns Doktor schwierig und für Patientin sowieso, dass man dann und die Gefahr, dass man dann immer wieder für einen Pilz behandelt wird und dabei ist ein Ekzem, ist leider nicht klein. Und ich erlaube mir Ihnen jetzt einmal noch ein Bild zeigen vom Ekzem, dass Sie das sehen. Und Sie sehen hier, dass das eigentlich genau gleich aussieht. Ein Ekzem kann manchmal eher trocken sein. Und das sehen Sie vielleicht auf der rechten Seite. Da sehen Sie, dass die Rötung mit so einem hellrosa Rand endet. Und der hellrosa Rand, das ist meistens ein bisschen trockene, ein bisschen schuppige Haut. Aber auf der linken Seite sehen Sie aber auch, dass das Ekzem auch nassend kann sein, feucht. Und es ist wirklich kein großer Unterschied zu einer Pilzinfektion. Einzig, was fehlt, sind der weisslich flockige Ausfluss. Ekzem, das sind eigentlich entzündliche Hautreaktionen, die entstehen, indem die Haut einen chemischen Reiz, der auf sie trifft, nicht toleriert. Das ist tut wie, sie kann eine Allergie entwickeln, aber sie kann einfach auch sonst gereizt sein. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie sich ständig an ihrer Hand kratzen, dann wird auch dort ein Ekzem auftreten, weil die Hand ja dann so kleine Wunden bekommt vom Kratzen. Es gibt ganz viele mechanische Reize, die ein Ekzem auslösen können. Eben, das kann chronische Reibung sein, wenn man irgendwelche Unterwäsche trägt, wo die Haut ripscht. Oder eben, es kann eine übertriebene Hygiene sein, viel zu viel Wäsche mit komischen Seife oder mit Deodorant oder mit Vaginalspülungen. Die können wirklich häufig Allergien und Ekzem auslösen, insbesondere wenn man ein Sustenallergiker ist. Hat nichts mit Nahrungsmittelallergien zu tun, aber mit Pollenallergie zum Beispiel oder mit anderen Hautallergien. Und eben ein akutes Ekzem tut eher nassen und ein chronisches Ekzem macht eher eine trockene Haut mit massiv Juckreiz. Insbesondere jetzt nachts kann das sogar noch schlimmer sein. Und durch das Kratzen hält man das natürlich auch noch in einem aktiven Stadium. So, jetzt wechseln wir ein bisschen das Thema, aber auch das hat mit unserer Intimzone zu tun und auch das beschäftigt jede Frau, nämlich die Verhütung. Und wir haben jetzt extra fast in eine
Klammer da. Verhütung ist nicht nur ein Thema in den fruchtbaren Jahren, sondern Verhütung kann sehr wohl auch bei der älteren Frau, die nicht mehr fruchtbar ist, ein Thema sein, weil man verhütet sich ja auch vor übertragbaren Krankheiten. Sie sehen, Verhütung, da hat es sehr viele Fragen, die man sich muss stellen muss. Welche Verhütung ist die richtige für mich? Die Hauptfrage ist, will ich eine hormonelle Verhütung oder will ich keine hormonelle Verhütung? Aber Sie sehen da in dem Kreis, dass es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat auf hormoneller und nicht hormoneller Ebene. Was ich da durchgestrichen habe, ist die sogenannte Vaginaldusche. Das ist etwas, was sicher nicht sinnvoll ist zur Verhütung. Das ist auch nicht sinnvoll zur Pflege in meinen Augen, weil das zerstört unsere Vaginalflora, insbesondere wenn da chemische Zusätze vorhanden sind. Ob man jetzt hormonell oder nicht hormonell verhütet, ist sicher abhängig von der Lebenssituation, von den persönlichen Bedürfnissen und natürlich insbesondere von den Risikofaktoren. Ich glaube, es ist überall angekommen, insbesondere nach den dramatischen Geschichten mit jungen Frauen, dass eine hormonelle Verhütung mit einem erhöhten Thromboserisiko einhergeht. Das gilt für die hormonelle Verhütung mit Östrogen. Die reine Gelbkörperhormonverhütung geht nicht unbedingt erhöhtes Thromboserisiko. Aber man muss auch sagen, die hormonelle Verhütung ist auch zum Teil ein bisschen zu Unrecht in Verruf gekommen, weil ich denke, man darf nicht vergessen, es ist eigentlich mitunter die sicherste Verhütung. Und je nach Lebenssituation ist es für gewisse Frauen wichtig, eine ganz sichere Verhütung zu haben. Sie nehmen das leicht erhöhte Thromboserisiko in Kauf. Wichtig ist jedoch, dass man jeder Gynäkologe, wenn eine Frau kommt, zur Besprechung der Verhütung, das individuelle Thromboserisiko mit ihr besprechen. Und das ist abhängig von eventuellem Übergewicht, von Rauchen, vom Alter, weil jedem erwarten, steigt das Thromboserisiko sowieso an. Aber eben auch von meiner Lebensgeschichte und von meiner Familiensituation ist es so, dass ich im Moment kein Kind will, aber vielleicht einmal im halben Jahr, und wenn es jetzt schon eins hineinschneidet, ist es auch nicht so schlimm. Oder bin ich jetzt mitten in meiner Ausbildung und ich darf auf keinen Fall schwanger werden? Das gilt alles zu diskutieren. Und dann gibt es ja auch eben auf hormoneller Ebene gibt's Pillen, Tabletten zum Schlucken, aber jetzt auch Spiralen mit Hormonzusatz, wo sich auch bei Frauen mit starker Mens enorm gut eignen. Aber es gibt natürlich auch die ganz klassischen Barrieremethoden wie Kondom, insbesondere wenn es nur um Schutz vor Geschlechtskrankheiten geht. Oder dann gibt es natürlich heutzutage die neuen App und auch die neue das AVA-Armband, was sicher ganz, ganz spannend ist, aber auch sich nicht für jeden eignet. Eigentlich kann man schon zu diesem Thema ein ganzes Webinar machen. Vielleicht ist das mal ein Thema, aber im Moment möchte ich jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Jetzt kommen wir doch zur Lust. Was macht uns eigentlich Lust? Und da meine ich Lust am Leben, aber auch Lust am Sex. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass, und ich habe das vorher schon mal erwähnt, dass eigentlich Lust auf Lebenslust ist eigentlich vor allem sich wohlfühlen im eigenen Körper, keine Beschwerden haben, sich gesund fühlen, sich weiblich fühlen und sich auch wertvoll fühlen. Und das ist enorm wichtig. Natürlich ist es auch wichtig, was haben wir für eine Beziehung? Habe ich überhaupt Lust auf den Mann, wo da mit mir zusammen ist, oder haben wir Beziehungsprobleme, die meine Lust reduzieren, meine Lust auf Nähe mit ihm reduzieren. Lust macht natürlich auch, dass ich, wenn ich weiss, dass ich eine sichere Verhütung habe, wenn ich nicht mehr schwanger werde. Lust kann aber eben auch machen, Kinderwunsch, denn plötzlich ist Lust groß, weil man eben ein Kind will. Aber manchmal gibt es einen sehr guten Grund, keine Lust zu haben. Und ich denke, das ist mir auch wichtig, dass Frauen, die über sexuelle Lustlosigkeit klagen, sich nicht nur als Defizit erleben, sondern manchmal lohnt es sich auch ein bisschen dahinter zu schauen und zu fragen, vielleicht ist es auch eine Kompetenz, dass sie keine Lust haben. Vielleicht stimmt irgendetwas nicht. Und darum haben sie keine Lust. Und wir schauen doch das gemeinsam ein bisschen genauer an. Jetzt möchte ich natürlich noch
auf die ältere Frau zu kommen. Und zwar zum Thema Menopause. Ich habe vorher bei dem Lebenszyklus der Frau gesagt, dass früher Frauen bereits manchmal vor der Menopause im Kindbett oder direkt bei der Menopause gestorben sind. Heutzutage leben wir ein Drittel unserer Lebenszeit, wenn wir wirklich die volle Lebenszeit erreichen, in der Menopause. In unserer Gesellschaft ist jede vierte Frau eigentlich in der Menopause. Also wir reden über etwas, über eine Lebensphase, die viele Frauen erleben, und zwar über lange Zeit, also ein Drittel der Lebenszeit, etwa 30 Jahre. Das Durchschnittsalter der Menopause hier in der Schweiz ist etwa 52. Und eben, wenn wir jetzt sagen, wir gehen alle davon aus, dass wir 85 werden können, dann sind das 30 Jahre. Ich finde, das Bild von der Frau in der Menopause hat sich massiv geändert. Eben, I'm still hot. Das ist absolut passend für viele Frauen. Viele Frauen sagen auch, das ist eine sehr befreiende Lebensphase, nicht nur eine, die durch Verlust definiert wird, sondern auch durch neue Freiheiten. Kinder sind wieder aus dem Haus. Man hat wieder mehr Zeit für sich, man kann sich für beruflich auch noch mal ein bisschen entfalten. Immerhin hat man noch 15 Jahre vielleicht Lebens- oder Arbeitszeit vor sich. Man muss sich nicht mehr um Verhütung kümmern, das gibt auch eine gewisse Freiheit. Jetzt, was ist eigentlich Menopause? Menopause ist eigentlich ein natürliches Ereignis, das definiert wird durch das Ende der Fortpflanzungsfähigkeit. Und zwar, was bedeutet das körperlich? Die Eierstöcke hören auf zu arbeiten. Das heisst, sie produzieren keine Hormone mehr und sie produzieren auch keine Eier mehr. Dementsprechend gibt es keinen Eisprung und keine Schwangerschaft. Durchschnittsalter, wie gesagt, ist 52. Jetzt, wir kennen ja vor allem das klimakterische Syndrom. Also die Menopause geht nicht nur mit dem Ende der Fruchtbarkeit einher, sondern man entwickelt sehr häufig in etwa 75% unangenehme Beschwerden wie Wallungen, Schlafstörungen. Wenn man nicht schläft, ist man natürlich auch eher gereizt, psychisch ein bisschen instabil. Oft klingt das nach ein paar Jahren ab. Es gibt aber allerdings Frauen, die das auch sehr lang haben. Das ist zum Teil auch genetisch bedingt. Wichtig ist, dass jede Frau einen Umgang damit findet, der für sie stimmt. Sei es auch durch medikamentöse Unterstützung, ich komme nachher noch drauf, oder auch durch Lifestyle-Modifikationen, Anpassung. Jetzt, was passiert eigentlich im Intimbereich während der Menopause? Ich finde, das ist wichtig, das sind sich viele Frauen nicht bewusst. Während sie sehen, auf der linken Seite vor der Menopause ist unsere Vagina sehr rosig, gefältelt, elastisch, aufgrund von der guten Durchblutung. Nach der Menopause hat man eben weniger Östrogen im Körper, Durchblutung nimmt wegen dem auch ab und dementsprechend wird die Vagina heller, weniger elastisch. Kann eher zu Rissli kommen, insbesondere bei mechanischer Reizung. Und Sex ist eben auch eine mechanische Reizung, dass Sexualität dann auch weh machen kann, schmerzhaft wird. Und ich habe vorhin über das Mikrobiom geredet. Ich finde das wichtig. Sie sehen auf der linken Seite die Schleimhaut, also die Vaginalschleimhaut von einer jungen Frau. Sie sehen hier, dass die Schleimhaut mehrere Schichten hat, dick und weich aufgebaut ist und auf der Oberfläche all die grünen Tüpfel, das sind die verschiedenen Bakterien, die wir haben, die ja auch ganz wichtig sind, eben unter anderem Milchsäurebakterien. Und auf der rechten Seite sehen Sie nach der Menopause, wenn der Östrogenspiegel, die rote Linie, tief ist, dass die Scheidehaut nur noch ganz dünn ist und nur noch ganz wenige Bakterien, eben auch die guten Bakterien, noch vorhanden sind. Und das führt eben dazu, dass, weil wir eben auch weniger Milchsäurebakterien haben, also weniger die guten Polizisten, dass es mehr Infekt gibt und dass die Haut eben auch nicht mehr so dehnbar ist. Was ich bedenklich finde, ist, dass viele Frauen die Beschwerden von der trockenen Vagina, von Schmerzen beim Sex, von kleinen Rissli, von mehr Blasenentzündungen, dass sie das gar nicht mit der Menopause assoziieren, dass sie das Gefühl haben, dass sie gar nicht wissen, dass das etwas ist, was man behandeln kann, dass das durch den Hormonmangel bedingt ist und dass sie sich nicht einmal bei ihrem Gynäkolog beklagen oder ihm sagen, ich habe die Beschwerden, weil es ihnen unangenehm ist. Und ich denke, das spielt auch damit, dass man oft das Gefühl hat in unserer Gesellschaft,
ältere Frauen, die haben doch gar keine Sex oder die wollen gar keine Sex haben oder was ist überhaupt kein Thema mehr für die. Und darum haben dann die Frauen das Gefühl, sie können das nicht einmal bei ihrem eigenen Gynäkolog bringen. Jetzt kann man ja annehmen, in dem Fall ist die Menopause das Ende von unserer Sexualität. Und das ist ja eigentlich schlimm, wenn wir davon ausgehen, dass wir noch 30 Jahre in dieser Phase leben und eigentlich Frauen von heute sich ein Recht auf eine befriedigende und gesunde Sexualität wollen aufrechterhalten. Jetzt gibt es aber wirklich auch gute News dazu. Nein, es ist nicht das Ende vom Sex. Wir wissen auch, und das finde ich auch noch wichtig, Ihnen die Zahlen nicht vor uns zu halten, dass Sexualität sehr wohl auch in der dritten Lebenshälfte noch ein wichtiges Thema sind. Sie sehen, dass 40% der Frauen zwischen 65 und 74 sehr wohl noch sexuell aktiv sind und bei den Männern sind es sogar fast 70%. Warum sind mehr Männer sexuell aktiv als Frauen? Das ist nicht, weil die mehr, unbedingt mehr Interesse haben. Das würde ich gar nicht so unterschreiben. Oft ist das Problem, dass Frauen im Alter keinen Partner mehr haben und darum nicht mehr sexuell aktiv sind. Und das ist also nicht unbedingt der bewusste Wunsch, das nicht mehr zu sein, sondern einfach Mangel von Gelegenheit. Jetzt auch hier eine andere Studie, die sogar von 1998 ist, also gar nicht mehr neu. Und darum denke ich, die Zahlen heute sind eher besser, aber es ist eine von der weltweit umfassendsten Studien. Da sehen Sie auch hier wieder, dass 80% der Männer und etwa fast 70% der Frauen über 60 sagen, dass ihnen ein aktives Sexleben mit ihrem Partner wichtig ist und dass sie auf das nicht wollen verzichten. Was ich auch schön finde, ist, dass es doch scheint, dass im Alter die Sexualität weniger Druck hat. Viele ältere Menschen sagen, sie haben zwar weniger Sex, aber wenn sie Sex haben, ist er viel entspannter. Es kommt nicht mehr so darauf an, ob sie jetzt 5 Orgasmen hintereinander haben oder ob die Erektion immer noch so hart ist wie früher, sondern sie können entspannter mit Sexualität umgehen und können es sogar manchmal auch mehr genießen. Und insbesondere 68% sagen, dass der Sex durchaus nicht langweiliger geworden ist. Und ich finde das doch wirklich eine gute Nachricht, auch für die, die noch nicht in der Menopause sind, ist doch die Prognose wirklich viel optimistischer, als man es denkt. Jetzt oft kommt natürlich in der Menopause die Frage, nehme ich Hormone oder nehme ich keine Hormone? Tue ich mich komplementärmedizinischen Maßnahmen zuwenden, wie zum Beispiel pflanzliche Präparate, was doch einige gibt, auf Sojabasis zum Beispiel, aber auch Traubensilberkerze. Oder denen, was auch immer wieder erfolgreich sein kann, sind so Lebensstilveränderungen, indem man mehr Yoga, Entspannungsverfahren betreibt oder sogar auch Akupunktur, was sich bei Walliger als erfolgreich zeigte. Ich denke, die Frage muss jede Frau allein entscheiden, natürlich in Absprache mit ihrer behandelnden Arzt. Ein Grund, warum dass die Hormone so enorm in Verruf gekommen sind, ist sicher die Angst vor Krebs. Und es ist ja so, wir wissen, dass wenn man länger als 5 Jahre Hormone zu sich nimmt, kann das Brustkrebsrisiko leicht ansteigen, sicher auch abhängig von anderen Risikofaktoren. Und was auch wichtig ist, ist, wenn man Gebärmutter noch hat, dass man, wenn man Östrogen zu sich nimmt, in Form von Tabletten oder Pflaster, dass man auch muss ein Gelbkörperhormon dazu nehmen, weil sonst ein erhöhtes Gebärmutterkrebsrisiko besteht. Ich finde es aber wichtig, dass man sich bewusst ist, auch wenn man Hormone schluckt oder als Gel oder Pflaster zu sich führt, dass trotzdem ein Viertel von der Frauen eine trockene Vagina haben, trotz den Hormonen, was sie sich zuführen. Und ich finde wichtig, dass man das dann nicht einfach hinnimmt, weil wenn man nichts macht, wird das eher schlimmer. Es ist ja so, dass man auch die Möglichkeit hat, rein lokal Hormone zu sich nehmen, Östrogensalben, die sind sehr, sehr niedrig dosiert und da muss man auch nicht den Gelbkörperhormon dazu nehmen wegen der Gebärmutter. Das ist in einer sehr tiefen Dosis und wirkt bereits lokal, sodass die vaginale Trockenheit sich massiv verbessern kann. Aber auch das natürlich braucht einen Abspruch mit dem behandelnden Gynäkologen.
Also dementsprechend gibt es, möchte ich einfach nochmal zusammenfassen, es gibt sehr wohl Möglichkeiten, aus Frust wieder Lust zu machen, Lust am Leben, Lust am Sex, Lust an der Zweisamkeit. Und ich hoffe, dass das, was ich Ihnen mitgegeben habe, Ihnen in die Richtung auch wirklich hilft. Ich finde es sehr, sehr wichtig und man kann es nicht genug betonen, dass eine lokale Pflege von unserer Intimzone wichtig ist in jeder Lebensphase, jung wie alt. Die kann mit oder ohne Hormon sein, das je nach Abspruch individuell mit dem Arzt. Aber dass wir mittlerweile Handcreme, Gesichtscreme, alles haben, aber nicht für unseren Intimbereich tun, das finde ich doch kritisch zu sehen. Und darum möchte ich Sie alle motivieren, Ihren Intimbereich pflegen, weil es ist wichtig für unsere Lebensqualität. Meine persönlichen Tipps für mehr Wohlbefinden ist eben einerseits eine gute Pflege, aber nicht übertrieben und vor allem mit einem guten Präparat, einem neutralen Präparat, das hautschonend ist. Aber wirklich das regelmäßig zu machen und so einen Automatismus zu entwickeln, wie so, dass wir jeden Tag Zähne putzen. Ob man Hormone lokal anwenden soll, das soll man wirklich mit dem behandelnden Arzt besprechen. Aber es gibt die Möglichkeit. Wichtig ist sowieso, dass man sich nicht schämt, beim Arzt ein heikles Thema wie Probleme der Sexualität anzusprechen. Das tut mich sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass jede Frau in ihrer individuellen Lebenssituation soll gesehen werden. Und jede Frau hat das Recht, dass sie ernst genommen wird in ihrer Situation. Jetzt, was für Produkte gibt es, wo kann ich die kaufen, da gibt es etliche und ich denke, da kann man sich gut erkundigen. Grundsätzlich möchte ich wirklich nochmal betonen, weniger ist mehr und ich finde es richtig, wenn man auch auf Qualität achtet, bei der Pflege in seinem Intimbereich. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen noch eine Neuheit noch vorstellen auf dem Schweizer Markt. Das ist nämlich das Vivi Flor, da gibt es einerseits den Schaum und für die äußere Anwendung und ein Gel für die vaginale Anwendung, insbesondere bei Scheidentrockenheit. Ich möchte Ihnen nur kurz sagen, was da drin ist, und zwar der Schaum eben für die äußere Anwendung im Bereich der Lippen, der grossen und der kleinen Schamlippe. Der hat Silber drin und das macht eine gute Schutzbarriere von der Haut, aber eben auch Malven, ein Pflanzenextrakt, der tut pflegen, beruhigen, vor Austrocknung schonen, schützen und eben auch Hyaluronsäure, kennen Sie vielleicht auch von der Hautcreme, die eben Feuchtigkeit spendet und auch den Hautaufbau fördert, genau gleich wie Sialantoin. Viele sagen insbesondere, gerade nach der Rasur, ich habe Ihnen vorher erwähnt, das macht kleine Verletzungen von der Haut, ist der Schaum sehr angenehm. Dann der Gel. Das ist für die intravaginale Verabreichung, insbesondere bei der trockenen Scheide. Auch der hat wieder ein bisschen Silber, wo eine gute Hautbarriere macht. Und hier jetzt statt Malven Rotklee, der pflegen und beruhigen. Und Hyaluronsäure auch wieder für die Feuchtigkeit. Das ist ein Beispiel von einer pflegenden, nicht aggressiven Anwendung im Intimbereich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie bereits Frau Gürtler gemacht hat, dass die Adler Apotheke ein besonderes Angebot hat, das bis heute noch gilt, für den Tag der Frau, wo man sich etwas Gutes tun kann und wird genau ein Präparat für den Intimpflege abstellen. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist doch länger gegangen, als ich gedacht habe. Ich hoffe, Sie haben noch die Geduld gehabt, zum Fertiglosen. Ich habe das sehr geschätzt, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben. Und wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Tag von der Frau. Auf Wiedersehen. Wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen. Wir haben uns Zeit genommen bis um 11 Uhr. Und ich denke, zwei, drei Fragen werden wir jetzt noch der Frau Dr. Sarasin hineingeben von Ihnen. Und zwar fragt jemand, was man dann bei einem Ekzem jetzt könnte machen, also ob man grundsätzlich zum Arzt oder kann man auch dort schon irgendein Produkt anwenden oder kaufen?
Ich denke, bei einem Ekzem ist es wirklich mal wichtig, dass man alles, was reizt, tut entfernen. Also eigentlich, wie gesagt, weniger ist mehr. Dass ich der Patientin sage, bitte jetzt mal keine Slip-Einlagen, nicht immer Unterhose, sogar noch nachts tragen, dass man wirklich und vor allem die Hautbarriere wieder aufbaut. Also etwas Pflegendes tut auftragen, etwas neutral Pflegendes. Das kann wirklich etwas sein, was nicht allergisiert. Da muss ich natürlich mit der Patientin reden, hat sie eh schon Allergie auf gewisse Salben, Creme. Ich denke, man muss sich wirklich vorstellen, so wie man unsere Kinder gepflegt hat mit der Windel und dann noch feuchten Kammern in der Windel, wo man eine Salbe genommen hat, wo die Hautbarriere wieder tut, schützen oder aufbauen, zum Teil mit Zink oder zum Teil mit Mandelöl oder auch so einen Schaum, den ich Ihnen gezeigt habe, dass man etwas ganz Neutrales probiert anzuwenden und vor allem weggeht von vielen Seifen und Pflegeprodukten, also und Hygieneprodukten wie Slip-Einlagen oder mal auch nicht rasiert für eine Zeit lang, zum zu schauen, ob die Haut sich wieder erholt. Aber ich denke, bei dem chronischen Juckreiz lohnt es sich wirklich eine spezielle Sprechstunde zu gehen. Es gibt Vulva-Sprechstunden an den Spitälern oder wirklich beim Gynäkologen reden, ob er sich da kompetent fühlt bei dieser Fragestellung. Besten Dank. Dann hat es noch eine Frage von jemandem, und zwar bei einem Kind, Kleinkind, was man dann dort macht, wenn man Verdacht auf eine bakterielle Vaginose hat. Also geht man dann gerade sofort oder kann man da selber schon etwas machen? Was Also ich ist das? denke, bei den Kleinkindern gibt es das noch oft im Rahmen von einem bakteriellen Infekt, zum Beispiel bei einer Angina oder also einem wirklichen Infekt, sagen wir von den oberen Luftwegen, dass sie plötzlich also ein bisschen Ausfluss bekommen oder dass sie kleinen Mädchen sagen, es brennt sie dort unten, also eben im Bereich von der Vulva, möchte ich jetzt betonen, aber dort unten brennt es. Und ich glaube, was man kann machen, ist wirklich auch zuerst der ganze schauen, lokal pflegen mit einer neutralen Creme, auch dort, oder mal ein Sitzbädchen machen in ein bisschen Salzwasser. Das tut manchmal auch noch gut. Meistens geht es bei den kleinen Mädchen weg, wenn der Infekt von den oberen Luftwegen, irgendein Streptokokkenangina so, auch gut behandelt ist. Und sonst im Zweifelsfall selbstverständlich zum Kinderarzt gehen. Besten Dank. Jetzt haben wir noch eine Frage, und zwar, ich denke, das können Sie sicher gut beantworten, da Sie ja genau in dem Bereich auch tätig sind, mit Brustkrebspatientinnen. Jemand fragt, wegen wie viel Rotkleber sei das Phytoöstrogen, ob man das kann anwenden kann. Ja, das ist natürlich auch meine Frage, als ich das Präparat vorgestellt bekommen habe. Es ist so, dass der Rotkleber so minimst dosiert ist, dass das absolut keinen Zusammenhang hat mit einer vermehrten Gefahr von einem Rückfall. Es ist ja so, dass man sogar, es kommt immer noch darauf an, was für eine Brustkrebs das ist, aber dass man sogar auch diskutiert, eine Frau die Östrogensalben lokal wenn Frauen wirklich durch Chemotherapie oder durch die Antihormontherapie enorm trockene Vaginas haben. Also man ist da viel großzügiger geworden, weil man eben weiß, das sind so tiefe Dosierungen, was zum Teil schwierig ist, das überhaupt im Blut können zu messen. Und der Rotkleber ist also wirklich auch für eine Minimaldosierung, dass ich mir keine Sorgen mache. Ich verbiete den Frauen nicht, dass sie Sojapräparat insbesondere nicht die verarbeiteten, sondern Sojaflocken oder Sojasprossen, dass sie die auch dürfen essen. Und das sind ja auch, wenn sie so wollen, Phytoöstrogen. Aber auch dort kommt man nicht auf hohe Dosierungen, wenn man es nicht total übertreibt. Besten Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist es schon gewesen. Im Namen von allen Sponsoren bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, es hat Ihnen gefallen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen sonnigen Restsonntag und verabschiede mich für heute und hoffe, bis gleich wieder einmal. Dann übergebe ich jetzt Ihnen noch, Frau Sarasin, das letzte Wort zur Verabschiedung. Besten Dank. Vielen Dank. Also auch ich bedanke mich sehr und finde es toll, wenn Sie die Zeit noch haben am Sonntagmorgen und genießen Sie jetzt wirklich noch den schönen Tag und lassen sich ein bisschen verwöhnen. Danke vielmals.